Heute in Speedrandale suchen wir Freunde in der Mineralstadt. Guten Tag, herzlich willkommen, werte Anbaufreunde, zum großen Abschluss der aktuellen Wir bauen Sachen an und verschenken und heiraten ja. Serie bei Speedrandale. Sie ist wieder da, ich darf wieder da sein und Benox darf immer noch da sein mit dem großen Abschluss, was wir uns heute zeigen. So, heute haben wir Story of Seasons, Friends of Mineral Town, ein etwas anderer Run zu den anderen beiden, die wir jetzt schon mal hatten. Hier brauchen wir weder Mandeln, hier brauchen wir keine Blumen, hier brauchen wir keine Eier. Hier geht's um Schokolade. Endlich mal wieder ein bisschen Schokolade. Endlich mal ein Grund zum Heiraten. Ja. Endlich mal was Süßes, ne? Ich sagte, Mandelschokolade ist gar immer so schlecht. Ja, ja. Wenn es dann mischt. Friends of Mineral Town, war das nicht auch mal ein PS2-Teil oder kriege ich das durcheinander? War mal ein Game Boy Advance? Game Boy Advance, das war das Game Boy Advance. Also auch ein Remake auf jetzt aktuell PS4, gespielt auf PS5, ne? Genau, richtig. War vorher der GBA-Teil, war aber noch mal ein bisschen anders von der Story her, dadurch, dass er mit diesem Harvest Moon A Wonderful Life so ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Wenn man das GBA-Modul für den GameCube einfach hatte, war da ja noch mal ein bisschen mehr möglich, an Setzlinge ranzukommen aus den anderen Städten. Hier haben wir das Ganze nicht. Hier kommen wir von Anfang an die Dinge ran. Geil. Grafisch natürlich noch mal ein bisschen aufgehübscht. Hier nutzen wir tatsächlich auch einiges Gips, sage ich mal. Wir überspringen ein paar Cutscenes. Oha. Wir überspringen ein paar Cutscenes, wir überspringen Zeiten wieder wie in den vorherigen Teilen. Mhm. Hier ist es so, ich habe ein Save State aber mitgebracht, falls wir ein Problem haben sollten, okay, an einer bestimmten Stelle gleich am Anfang, dass wir dann da trotz alledem auf der sicheren Seite sind, also nicht erschrecken, falls, okay, wir was durchladen müssen. Okay. Ja, ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Gut. Gut, dann kannst du gerne, wenn du bereit bist, den Counter machen, wir starten und dann sehen wir, wie wir jetzt heiraten. Ja, heute heiraten wir mal wieder eine Frau. So, hier haben wir auch die Möglichkeit, uns vorher schon mal zu benennen. Der gute Dalé. Der gute Dalé. So, Geburtstag haben wir natürlich am 1. Frühling. Natürlich. Und als Schwierigkeitsgrad nutzen wir einfach, weil wir brauchen die Rüben am Anfang. Mhm. Da kriegt man also schon mal Rüben. Genau. Einfacher ins Inventory. So, sobald ihr jetzt auf OK gedrückt habt, kann der Timer starten. Sprich, 3, 2, 1, go. Alright. Also jetzt wieder Farm vom Großvater? Ganz genau. Wie in den vorherigen beiden Titeln. Hier werden wir von Bürgermeister ebenfalls nochmal wieder empfangen, der uns das Ganze erklärt, dass das Ganze auch schon wieder 20 Jahre her ist, dass wir das letzte Mal hier waren. Kommen gleich nochmal so ein paar schöne Bilder von uns aus den Kindheitstagen. Dieser Hut, ey. Und fertig. Hier kriegen wir den Brief von unserem Opa. Der Sommer musste abgesagt werden. Da haben wir unseren Opa, einmal mit dem Hund und wir in Mini-Format. Wobei, viel größer sind wir nicht geworden. Nee. Mhm. Ganz schön, jetzt einmal auf die Bilder gleich mit den Hühnern achten. Die sind ganz witzig. Cute. Einmal das Huhn. Oh. Und dann ja. Oh. Hat Zelda gespielt. Bisschen angeln auch noch. Das war damals schön mit Opa. Bei Opa auf der Farm war es immer am schönsten. Ja. Jetzt gehört alles mir. Alles meins. Das ist schon 20 Jahre her und bist 4 cm gewachsen. Ja. Noch, ach nee, die Farm. Das ist die Farm. Die G-Farm geht wieder schneller, wie bei Olivetown. Mhm. G's. Ja, hier auch sonst, wenn du nicht auf Deutsch machen würdest, dann auch wieder nochmal. Wären auch wieder schneller, knappe 1 Minute 20. Auch hier geht es dann wieder um die Herz-Events, die wir brauchen. Bei der Dame, die wir kennenlernen, wir lernen die Dame von der Hühnerfarm heute kennen. Trotz Autospeichern insgesamt schneller hier, ne? Ja. Hm. Du kannst die Verkäufe, so wie wir das bei Olivetown gesehen haben, auch tatsächlich schneller skippen. In dem Falle sieht man die jetzt hier kaum. Das, was du denn isst, ist immer automatisch, dass das Frühstück hier reinpasst? Das ist automatisiert, ja. Ah, na endlich. Endlich was zu essen. Ja, wir haben hier noch keine Küche anfangs. Aber Toilette hast du nicht. Auch eine Toilette haben wir nicht. Die kriegen wir hier tatsächlich in dem Game auch gar nicht. Du hast ein Bett, das reicht. Und Schubladen, ne? Wir haben auch einen Schrank, also
Darfst du nur nicht mehr öffnen danach. Genau. Ja, hier ist es tatsächlich ein bisschen RNG-abhängig vom Wetter. Im Frühling, ab dem vierten Sommer, ist uns das dann tatsächlich auch egal. Ab da können wir dann auch Regentage mitnehmen. Bisschen RNG-belastet halt hier anfangs. Jetzt brauchen wir auch erstmal unsere Steckrüben, wovon wir anfangs gesprochen haben. Deswegen der Setzlingsmodus, da haben wir dann ein bisschen mehr Geld. Wir verdienen ein bisschen mehr, wenn wir Sachen auch eben verschicken. Kühe haben wir nicht, einen Huhn brauchen wir tatsächlich auch nicht. Alles, was wir brauchen, sind die Rüben. So, die wollen wir natürlich auch gleich verkaufen. Wir haben nämlich jetzt gleich, was das RNG betrifft, ein Pferderennen am 18., mhm, wo wir auch hingehen müssen. Grundsätzlich brauchen wir das, um Broschen zu kaufen. Wir müssen das Pferderennen offiziell gewinnen. Sehr, sehr stark RNG-lastig. Man muss auf das Pferd setzen mit einer ungeraden Zahl. Und alles höher als 11. Hm. Damit wir genug Geld haben, um die Broschen einzunehmen. Damit wir zwingen uns, die 13 zu nehmen, oder? Wenn wir eine 13 kriegen, dann nehmen wir die 13. So, hier müssen wir jetzt nämlich erstmal bis 10 Uhr warten. Die Stadt auch sehr, sehr schön gestaltet, muss man tatsächlich sagen. Ja. Ne, also hier können wir dann unsere Kühe und Hühnerkau, also Kühe und Schafe, Alpakas. Was aus dem GBA gewesen ist, die haben ja sich einen schönen Stil überlegt, wie das mit 3D-Grafik aussieht. Ja, kann. Richtig. Ja, hier haben wir dann unsere Herzensdame, die wir hier kennenlernen. Mhm. Den Schmied werden wir nachher auf jeden Fall ein bisschen brauchen, um die Skips zu machen. Beziehungsweise um die Herz-Events besser freizuschalten. Die Zeit geht ein Tick langsamer als bei Dingen. Genau, richtig. Wir müssen tatsächlich jetzt bei dem Festivaltag hier auf 10 Uhr warten. Das ist ein bisschen nervtötend. Ja, sonst von den Locations hier, du hast die Stadt hier, du hast eine Farm. Gibt es hier auch Minen? Oder? Du kriegst ja auch Minen. Du hast hier einmal so eine Sommermine und einmal die Wintermine. Die ist tatsächlich auch ein bisschen lukrativer. Kannst du aber allerdings, wie der Name schon sagt, nur im Winter betreten, dadurch, dass dann auf dem See Eis ist. Und du dann da drüber laufen kannst, um die Wintermine zu betreten. Schon mal gleich hingelegt, hast nicht einfach 17 Tage durchgepennt vorher. Hier hast du das auch noch ganz cool geregelt, dass du hier oben auch wieder diese Herzpunkte hast, die deine Ausdauer anzeigen. Das sind Radieschen. Oder Radieschen. Herzdieschen. Herzdieschen. Alternativ hast du aber links noch diesen Gemütszustand. Sprich, wenn dein Gemütszustand Mist ist, bringt es dir auch nichts, wenn du volle Ausdauer hast. Okay. So, das erste Rennen wird es wahrscheinlich nicht. 9, 21 bringt uns nichts. Das ist halt der Punkt, wo wir eventuell gleich das Safe-Set laden müssen. Weil das halt doch ziemlich random ist, welches Pferd da gewinnt. Ja. Du musst immer auf eins setzen. Du musst auf eins setzen. Tatsächlich musst du dein ganzes Geld am Anfang setzen. Oh. Damit du dir halt diese Broschen holen kannst. So, jetzt hätte das Pferd, glaube ich, mit der 9, wenn ich mich nicht recht irre, gewonnen. Mit der 9er-Quote, das hätte uns nichts gebracht. Das wäre tatsächlich zu wenig. So, mal das Ganze normal. Wir haben 3 Versuche, dann ist es abends. Leider muss man die Pferderennen halt immer durchgucken. Das ist so ein bisschen... Aber ist auch spannend. Wenn du dein eigenes Pferd hast, kannst du ab dem 2. Jahr daran selber teilnehmen. Ah. Mhm. Kannst auch auf dich selber setzen und das ist dann wirklich ein Gefühl wie ein Money-Glitch. Das ist dann so, darf man sowas überhaupt? Gibt es da nicht Gesetze gegen? So, 5er-Quote gewonnen, das wäre auch nichts gewesen. Und aber jetzt? Jetzt können wir es tatsächlicherweise versuchen. 7, 3 bringt alles nichts, müssen wir ein Safe-Set laden. Verdammt. Wir können es ja mal auf der 24 probieren, aber... Ich bezweifle es. Ja, wir können mal gucken. Also die 1 wollen wir, dass du gewinnst. Genau, die 1 muss jetzt theoretischerweise gewinnen. Let's go, Pferdchen. Komm. Zieh ja, durch. Streng ich an. Oh. Streng ich an? Oh. Streng ich an? Nee, das wird nichts. Komm. Reite, wie du noch nie geritten bist. Das war leider nichts. Wie knapp. Ja, es ist wirklich, da habe ich schon die eine oder andere Stunde dran gestruggelt. So. Ist ja doch eine einigermaßen große Einstiegshürde, wenn du dann direkt Live-Runs machst. Ne? Ob du es überhaupt dann Run gestartet bekommst. Vor allem auch dann 6-7 Minuten drin erstmal. Ganz richtig. So, dann haben wir einmal den Safe-Stack geladen, wo wir die Broschen haben.
Also mit dem Safe hättest du jetzt hier eine gute Kohle gehabt, hätte genau. gewonnen und dann hättest du diese Broschen kaufen können. Genau, dann hättest du die Broschen kaufen können. Die Broschen bringen wirklich viel, viel Geld ein. Das siehst du jetzt gleich. Jetzt müssen wir über 150.000 haben, genau. Uha. Die reichen definitiv aus, um für den Rest des Runs die Schokolade kaufen zu können. Wir müssen die hier auch verpacken. Das Verpacken kostet natürlich auch Geld. Mhm. Da liegen wir auch bei 100 Dollar Gold, wie auch immer, pro Verpacken und 100 Dollar pro Schokolade. Eieiei. Des Weiteren müssen wir hier das Haus upgraden, was wir schon haben. Hier haben wir ja schon mal eins zumindest. Starten wir ja schon mal ganz gut rein. Und natürlich möchte unsere Herzensdame auch das große Bett haben, bevor wir heiraten. Aha. Hier sehen wir auch die Hochzeit. Sprich, nicht nur der Antrag. Aber auch hier arbeiten wir wieder mit der blauen Feder dann. Mhm. Du, wie viel Uhr kannst du jetzt hier rein? Wir können um 9 Uhr in den Shop. Müssen dann raus. Ja, aber da waren Leute schon drin. Ja, ich weiß nicht, die haben da irgendwie anscheinend Sonderwegerechte. Wir brauchen jetzt gleich nämlich erstmal die große Tasche und 16 Mal Schokolade. Und dann lernen wir erstmal unsere Dame kennen. Haben dann auch gleich schon unser erstes Event tatsächlich. So. Und hier sehen wir auch ein bisschen mehr von der Stadt, wenn wir in dem Spiel drin sind. Also, die Schokolade kannst du nur kaufen? Die Schokolade kannst du nur kaufen. Du kannst sie theoretisch auch essen. Du kannst hier auch Geschenke essen. Okay. Also, ich dachte jetzt vielleicht selber herstellen oder so. Kannst du, wenn du die Küche hast, kannst du das auch. Du kannst Rezepte im Fernsehen bekommen. Du kannst Rezepte, wenn du dich mit den Dorfbewohnern anfreundest, bekommen. Du kannst auch welche gewinnen zum Teil. Hat hier viele Vorteile. Hier kriegst du auch wieder die Erntewichtel, wie wir sie bei A Wonderful Life hatten. Yay. Die helfen dir hier sogar bei der Farmarbeit, die gießen deine Felder, die versorgen deine Nutztiere und sowas. Das heißt, wie werden die denn bezahlt? Oder machen auch mit einfach? Geschenken. Auch mit Geschenken. Es gibt spezielle, die mögen Obst und Gemüse, es gibt welche, die mögen Süßes. Manche lieben, egal welche Geschenke, Hauptsache sie sind halt als Geschenk verpackt. Die musst du halt, und du musst die Sympathie auch hochhalten. Also die verlieren an Sympathie. Das ist unsere Dame. Cute. Rein zufällig vorbeigelaufen, kriegst eine Schokre. Genau. Passt du sie nochmal gleich ab? Ich passe die gleich ab. Bis die Schoko fertig ist, dann kannst du dir noch eine geben, ne? Nee, auch wieder nur täglich eine. Ah. Hier ist es halt so, wir behalten jetzt das Geschenk in der Hand, nenne ich das jetzt einfach mal. Aufgrund dessen, dass wir gleich beim Schmied innen drin eine Cutscene überspringen können. Die kommt nicht, wenn wir das Geschenk über dem Kopf haben, mit dem linken Blonden hier. Okay. Und können von hier aus in die erste Cutscene rein mit Popori. Will natürlich das Huhn weglaufen. Du hast hier aufgehalten, danke, Dale. Ja, wir sind ziemlich nett hier. Hier sieht man halt direkt die Herzen an der Person, genauso wie bei Jack im Olive Town. Ah, okay. Hier arbeiten wir aber nicht, dass sich der Balken füllt oder dieser Herzbalken füllt. Hier arbeiten wir mit Farben, die signalisiert werden. So, dadurch, dass wir jetzt das Herz-Event hatten, kaufen wir jetzt 750 Holz, 300 Steine beim Schmied. Der ist jetzt auch schon da. Kaufen wir. Wir farmen hier nichts, wir kaufen alles. Wir kaufen ein. Renovieren wollen wir noch nicht. Wir wollen kaufen. 750 Holz. So, dann wollen wir noch kaufen 300 Steine. Und noch 90.000. Und reparieren erstmal das Haus. Vergrößern erstmal das Haus. Er fängt morgen an. Sweet. So, aber dadurch, dass wir das Holz nicht im Inventar behalten wollen, bringen wir das in den Schrank. Da, wo es hingehört. Eine große Tasche hast du geholt, weil Geschenke nehmen tatsächlich pro Geschenk einen genau, Platz richtig, weg, ne? Genau, richtig. Die Schokolade. Vorsicht, die Schränke sind gefüllt. Die Schokolade an sich kannst du stacken. Aber du kannst nicht stacken, was verpackt ist. Unglaublich. So, jetzt hoffen wir tatsächlich auf gute Tage, also schönes Wetter. Morgen ist der Kochwettbewerb. Bringt uns aber eh nichts, das ist total doof geregelt, weil bis dahin kannst du die Küche eigentlich noch gar nicht haben.
so viel Holz etc. kannst du noch gar nicht sammeln, dass du an dem ersten Kochwettbewerb teilnehmen kannst. Kannst du nicht geiles Essen kaufen? Leider nicht. Habe ich selbst mit Liebe gekauft. Habe ich selbst gekauft, wie so ein Kuchen oder so, wenn man damals bei Oma war. Sogar das Etikett habe ich gekocht. So, hier warten wir jetzt bis 7 Uhr, bis sie rauskommen, weil die hat eine Standardroute. Was wir jetzt hoffen, ist, dass wir das Herz innerhalb der nächsten paar Tage lila bekommen. Bis am besten nächste Woche Samstag und dass es am nächsten Sonntag nicht regnet. Das ist sehr, sehr wichtig. Hey, da ist jemand in deiner Bude. Ja, das ist der Der Holzfäller, der das Ding upgradet, genau. Du auch sagst, ja, mach ruhig weiter, ich schlafe hier. Wir pennen hier, aber er baut die Bude aus, ne? No problem. Wenn man mehr zustecken müssen, wenn man eine Toilette baut. Oder ja, allgemein Badezimmer wäre mal ganz ja, schön. Ja, sowas, so, ja. So feuchter Schwamm an dem Stock mindestens. Ab dem 4. Sommer können wir tatsächlich auch in das Haus rein. Da ist sie dann morgens schon da. Solange warten wir halt bis um 7 Uhr. Oder wenn wir halt neue Schokolade holen müssen, müssen wir auch bis 7 Uhr warten. Jack war schon 6.30 Uhr bereit. Weil die Zeiten in den Häusern halt einfach nicht rumgehen. Ah, dann hält die Zeit an. Dann hält die Zeit an, genau, richtig. Aber dadurch, dass wir ja ein bisschen Zeit einsparen wollen. Regen ist natürlich doof. So, Gott ist fertig. Hier haben wir dann unsere Küche. Cool. Und das ist ein Herz-Event, was wir brauchen. Sie will sehen, wie wir auf der Farm arbeiten. Schaust dir an, ich habe so viel gearbeitet, dass mein Haus größer ist. Sieh zu und lerne. Jetzt führen wir sie so ein bisschen rum, auch wenn wir noch keine Hühner und noch keine Kühe haben. Aber wir führen sie schon mal über die Farm. Das ist mein Unkraut. Hier habe ich noch nie was dran gemacht. Das ist ein Schild. Eine Glocke ist dran. Das ist ein schöner Hühnerstall. Das fasziniert sie natürlich als Hühnerfarmerin. Das ist ganz, ganz wichtig bei ihr. Und das ist meine Chicken McNugget Fabrik. Wie cool ist, man kann hier so Angora-Häschen kaufen. Die kann man dann ausscheren. Einfach Hasen. Hasenpullis, ja, warum nicht? Jetzt können wir das erste Mal bei ihr rein. Sehen auch mal das Häuschen von innen. Cool. Und jetzt hoffen wir, wie gesagt, dass sie schnellstmöglich lila wird. Hier können wir dann auch wieder so ein bisschen Zeit sparen, indem wir viel an den Zäunen halt rumlaufen, ein bisschen scharfe Kanten nehmen und sowas, ne? Ja. Dadurch, dass du eh die Obenperspektive hast, kannst du es ja einigermaßen vernünftig steuern. Genau. Ne? Ruckeln tut es ja auch nicht. Nein. Ja, Donnerstag ist schlecht mit Regen. Aber man sieht schon von den bisher mit der meisten RNG, mit den Regentagen dazwischen, ja, plus das mit dem Pferderennen, ist natürlich noch ein großer Punkt. Warum gehst du an Regentagen nicht zu ihr? Dadurch, dass sie an Regentagen nicht rausgeht. Ah, okay. Sie verlässt das Haus, sie geht zur Quellmine, die wir nachher sehen. Mhm. Die wir jetzt am Sonntag sehen sollten, sofern sie lila wird. Und du kannst da auch nicht rein? Nein. Zu ihr? Okay. Da verlässt sie das Haus nicht zu mir, zur Quelle. Mhm. Ist dann auch wieder so gesehen ihr Sweet Spot, wo sie halt gerne ist. Jetzt darf es morgen nicht regnen. Das kriegen wir schon hin. Wetter sieht gut aus. Ja. Bis jetzt sieht's gut aus. Keine Regenfront in der Nähe. Kann sich nicht so schnell ändern. Sieht gut aus. Mhm. Sobald der Frühling überstanden ist, muss man halt sagen, RNG-technisch auch wieder vorbei. Sommer auch wieder, wie in den beiden vorherigen Games, die wir gezeigt haben, so eine reine Gifting-Session. Auch wieder danach nochmal mit der größeren Tasche. Dann haben wir 3 Inventarfelder unten. Mhm. Dann haben wir es lila. So. Morgen gehen wir nämlich in die Kirche. Da müssen wir Mutter, Vater, Kind spielen. Wir lernen schon mal mit Popori das Eheleben kennen. Mhm. Wenn die gewusst hätten, dass wir danach wirklich heiraten. Das weiß sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Aber einfach so mal Mutter, Vater, Kind spielen. Ja, da kommen gleich random Kinder, die von dem Priester oder sowas. Nur der Priester hat leider keine Zeit. Spielt ihr mit denen? Dann spielen wir halt mit denen, genau. Mhm.
kriegen dann auch als Geschenk einen schönen Matschball. Mhm. So, hier müssen wir jetzt nochmal ganz kurzzeitig abwarten. Hier nutzen wir auch einen kleinen Timeskip. Normalerweise geht sie erst um 10 Uhr in die Kirche. Wir sind aber meistens schon um 9.50 Uhr drin. Bevor sie da ist, aber wenn wir reingehen, ist sie natürlich auch schon da. Mhm. Ihr kriegt das Geschenk nicht. Nee. Nicht für euch. Ja, auch nicht. Ach, für ihn vielleicht. Braucht die leider. Respect my authority. Ich würde ihm das gerne geben, um ein bisschen Sympathie zu steigern. Also so ein bisschen die Polente schmieren. No? Hier hast du eine Schokolade. Bisschen die Bullen schmieren. Ja. Guck mal zur Seite, wenn ich hier alle Leute angrabe. Also sie müsste so gegen 9.40 Uhr dann kommen. Hinter der Kirche sind dann, wie gesagt, auch die Erntewichtel. Endlich. Aber hier gibt es auch sieben. Sieben Wichtel? Ja, die heißen dann Sonne, Blaubeere. Die haben hier ganz andere Namen. Okay. Sonne, Blaubeere, Himbeere und John. John, der ist dazwischen, der ist. Ja. So, jetzt sollte es eigentlich. Meine liebste kommen. Geschmacksrichtung. So, jetzt gehen wir in die Kirche. Hier besteht auch die Chance in der Kirche zu 7 oder 8%, dass die Kirche einfach Sonntag zu hat, aber sie trotzdem da reingeht. Hm. Dann kriegst du das Event nicht. Das ist voll für einen Eimer. Die Kirche am Sonntag zu haben. Mhm. Der eine Tag, wo sie dann aufhaben sollte. Das ist ein ganz minimaler Prozentsatz, dass hier die Kirche zu hat. So, dann spielen wir jetzt mit den Kindern. Da gehen wir nämlich jetzt auch zu ihrem Lieblingsort. Da hinten hast du dann oben links jetzt die Mine. Die Sommermine. Hier gibt es dann noch einen Run, der bezieht sich auf die Erntegöttin. Das ist ein Geist, sag ich mal, der in dem Wasser auftaucht, in dem oberen. Da kann man Geschenke reinschmeißen, dann kommt die Erntegöttin, die kann man auch als Heiratskandidatin haben, hat aber keinerlei Herzanzeigen. Die zu bekommen ist wirklich sehr, sehr schwer und sie wohnt auch nicht bei dir nach der Hochzeit. Ja. Bis auf das Heiraten, das ist ja Link to the Past. Du ja, wirst da rein und dann kommst du vorbei. So, da haben wir unseren Matschball. Der Matschball. Was bringt der? Den müssen wir tatsächlich für Sympathie ins Haus legen. Den müssen wir aufbewahren. Hast du dann noch an den Matschball gedacht? Als ich den dir geschenkt habe? Ja. Den legen wir nämlich jetzt hier ab. Ja, es ist, als ob du ein Unglück gehabt hast. Und ab jetzt haben wir das größte RNG eigentlich schon durch. Am 11. kommt noch mal so ein Typ zu uns und will uns eine Vase für 5.000 Geld andrehen. Die müssen wir tatsächlicherweise ablehnen. Also viel Geld haben wir nicht. Dafür nicht. Nicht für eine Vase? Nee. War auch wieder ein schöner Soundtrack, also meiner Meinung nach. Mhm. Jetzt geht's raus. Das Schöne ist, hier ist alles halt wieder tagesabhängig. So. Das müsste, glaube ich, ein Feiertag sein. Ja. Gleich nochmal pennen. Feiertag, bleibe ich im Bett liegen. Genau, ja. Das kenne ich. Das bringt uns nichts. Es regnet. Regen können wir auch erstmal noch knicken bis zum 4. Das hört sich aber gut an. Ja, das Schöne ist, hier ist es durch die Geräuschkulisse halt sehr, sehr gut signalisiert, ob du raus kannst oder nicht. Oder ob es Sinn macht, rauszugehen. So rum raus kannst du ja immer. Du musst dich ja trotzdem normalerweise um die Tiere und sowas kümmern. Hier hat man dann auch die Möglichkeit, den Hühnerstall, also das ist das erste von den drei Spielen jetzt hier, wo du halt auch den Stall, den Hühnerstall und alles halt upgraden kannst, dass du mehr Tiere noch reinkriegst. Hatten wir in den beiden vorherigen Spielen tatsächlich nicht. Hier kannst du dann bis zu 8 Hühner oder auch 16 Kühe und Schafe halten. Dient natürlich immer als Einnahmequelle. Wer bereitet ihm das Essen da eigentlich zu immer? Das ist eine sehr gute Frage. Der hat vielleicht vorgekocht für ein paar Jahre. Wahrscheinlich. Hat er mit dem Rucksack gehabt, als er ankam. Ja, ab und zu mal
Und so einen gemischten Teller oder ein paar Reisbälle. Nee, die kannst du heute ja sogar rein. Ja, ja, genau. Ab dem 4., wie gesagt, können wir dann auch rein. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich wieder viel, viel Skipping-Scheiß machen. Die Schokoladen reichen dann auch alle. Also, nein. Oder du musst dann wir gehen definitiv nochmal nachkaufen. Wir gehen auch die größere Tasche nochmal kaufen. Sehr wählerisch, die Dame. Alter. Wählerisch? Ist immer die gleiche Tafel. Die braucht sehr viel. Wenn die Entscheidung zwischen Schokolade und was anderem wäre. Sie wird die Schokolade nehmen. Wobei, sie kocht nachher auch noch mit uns. Jetzt haben wir auch schon mal ein blaues Herz, das ist ganz gut. Nur vom Spiel her, das blaue Herz hat auch ein Event, ja. Aber du kannst das blaue Event nicht starten im Sommer. Mhm. Weil sich nicht alle drei Personen, die in dem Haus wohnen, im Sommer gleichzeitig im Haus befinden. Hm. Nicht zu der Zeit, wo du es brauchst. Also du hast gerade den blauen Event in der Theorie erreicht, aber musst genau. Dennoch aufs nächste. Du musst dennoch auf die nächste Jahreszeit warten. Gut, müssen auch sagen, natürlich so wie du den Run jetzt hier machst, wir machen konzentriert eine Sache, während man im normalen Gameplay 1000 andere Sachen korrekt macht. Mhm. Genau. Auch wieder anfängerfreundlicher halt, ne? Geht dann halt wirklich um die Dinge, die du halt zwischen dem Beschenken und dem Schlafen halt machst. Ne? Ja. Die Events zu triggern, die Items zu einem richtigen Zeitpunkt zu bekommen. Wir werden gleich noch sehen, ab dem ersten Herbst müssen wir ein bisschen was machen. Da kriegen wir die sogenannte konservierte Blume. Mit der können wir dann ebenfalls so ein Date anfragen. Das Item lässt sich öfter kaufen, sobald man das bekommen hat. Mhm. Aber wir brauchen es hier tatsächlich nur einmal. Da sehen wir dann auch die Erntewichtel. Die zaubern die konservierte Blume dann her. Ich bin gespannt. Und die wird dann von Jack noch analysiert und in so ein Glas reingesteckt. Jack, das war doch unser Ehemann im letzten Jack Teil. Jack war unser Ehemann im letzten Teil. Oder Jack oder Jeff? Jack. Ich heiße Jack. Nicht Jeff. Unser Strom ist ausgefallen. Happening. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Was ist denn hier passiert? Hä? Hat sie das Ding verschluckt gerade? Es scheint ja nicht abgestürzt zu sein, ne? Oh, nee. Ah, der Strom ist zurück. Okay. Ja, das hatte ich tatsächlich in Run auch noch nicht. Okay. Aber normal ist das hier schon mal passiert? Tatsächlich nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Nee, das ist mir neu. So, das ist hier unser Kumpel, der uns die Vase andrehen will. Was? Für 5000? Nur für 5000? Das hatte ich aber auch noch nicht. Mit einem anderen Idioten. Ja, interessant. Immerhin dachte schon, das Game wäre abgestürzt. Das hätte ich gerade auch so ein bisschen. Dadurch, dass er nach jedem upsaved, verlierst du ja nichts. Verlierst du nichts, das stimmt. Du kannst es halt über den automatischen Save-Set neu laden. Wir warten jetzt draußen, weil wir müssen gleich mal ein bisschen Schokolade nachkaufen. Und so geht natürlich die Zeit bis 9 Uhr ein bisschen schneller rum. Mhm. Und wenn du drin bist, wäre es ja gar nicht weitergegangen. Genau, richtig. Wir sind auch schon beim blauen Herz, also ist nicht schlecht. Danach kommt dann noch der Grün, müsste noch kommen, Gelb, Orange und dann bist du Rot. Aber auch zu jedem natürlichen Event. Bei dem einen wird sie ein bisschen egoistisch. Sie schickt uns Blumen sammeln. Unglaublich. Da wird sie ein bisschen frech, die junge Dame. Nachdem wir 800 Kilo Schokolade gegeben haben. Wenn es reicht. Ah, du würdest jetzt nochmal eine größere Tasche kaufen und ganz dann genau. Ist das dein finaler Schokokauf? Das ist mein finaler Schokoladenkauf höchstwahrscheinlich. Es gibt dann nochmal aufgrund RNG nochmal die Chance, dass du nochmal kaufen musst. Aber eigentlich nicht. Schlafen wollen wir nicht, das kostet Zeit. Da ist Jeff. Große Tasche. Halt viel Button smashen. Also nach so drei Runs oder so, dann tun mir auch mal die Hände weh, muss ich sagen. Das ist immer viel X-Drückerei bei jedem der drei Spiele. Turbo-Controller. Ja, das wäre eine Option. Die Empfehlung wäre T-Smashing. Stimmt. Ja. So, die haben wir voll.
Alles voller Schokolade, ey. Klar. Und fertig. Die Dame braucht das. Das ist ein guter Rucksack für einen Ausflug. Ja. Ja, soll es nicht in der Sonne stehen lassen. Das ist so ein Klumpen irgendwann. Kannst du dann aus der Geschenkverpackung lutschen. Und sind dann Dreckklumpen, der da unten auf dem Boden liegt. Sack. Anfangs hat man den Fehler gemacht, random aus dem Inventar die Schokoladen genommen. Habe ich festgestellt, sind knappe 20 Sekunden, die einem dann fehlen. Ah. Oh. Dadurch, dass es immer ganz leicht stackt, wenn man das rausnimmt. Wenn alles mal mit der RNG gut bei dir funktioniert hat, wie weit lag deine PB? Eine Stunde 6 oder eine Stunde 7 knapp. Wenn es dann direkt mit dem Pferderennen geklappt hat? Genau, richtig. Nicht zu viel Regentage, ne? Richtig, genau. Das ist halt immer das Problem so ein bisschen. Weil wir halt spezielle Tage brauchen, wo wir sie draußen antreffen müssen halt auch. Und wenn es dann regnet, kommt sie nicht raus, dann musst du halt wieder zurücklaufen. Oder allgemein den Tag skippen, dann hast du vielleicht danach direkt einen Festivaltag oder so. Hier ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, mit den Splits halt die reinzukriegen, weil du die Events an verschiedenen Tagen halt auch triggern kannst. Mhm. Da sind die Splits nicht so aussagekräftig. Richtig, genau. Hier kommt es wirklich am Ende auf die Endtime halt an. Regen, gar keine Musik, auch schön. Das heißt, die Stimmung genießen. Na klar, das Feeling. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber eine Schoki gibt's trotzdem. Ah, sie müsste jetzt auch langsam grün werden. War ganz schön lange, ne, mit dem Herzen. Ja, das dauert hier tatsächlich ein bisschen länger. Mhm. Und vor allem, wenn ich jetzt auch 5 oder 6 Tage nicht hingehen würde, dann wäre ich wieder vom Herz auch zurück. Oh, okay. Dann würde ich wieder zurückgehen. Also das heißt, diese Sympathie muss behalten werden. Das haben aber viele Dorfbewohner hier. Wieder Sturm, vielleicht hält jetzt wieder der Strom aus. Das Erste ist, was man im Vorfeld im besten Fall wissen sollte, weil wenn du, ich gebe dir immer wieder was und dann, warum geht es denn nicht weiter? Genau. Wobei das Spiel ist auch eins, bei den anderen beiden bekommst du einen Heiratspartner nach dem ersten Jahr zugewiesen. Hier ist es so in dem Game, wenn du keinen Heiratspartner hast, beziehungsweise wenn du die blaue Feder nicht nutzt oder die konservierte Blume nicht nutzt, dann hast du auch keinen Partner. Tja. Auch für später dann nicht mehr? Auch für später dann nicht mehr. Also du kannst das dann... Du musst innerhalb von einem Jahr heiraten oder gar nicht, oder wie? Du kannst es nachholen, danach wird es aber noch schwieriger. Na, okay. Danach musst du mehr aufbauen. Ja. Ja, du wohnst ja dann schon so lange da und hast ja keinen Heiratspartner ausgesucht, das geht ja nicht. Schon alles vergeben. Alle weg. Aber jetzt müssten wir eigentlich mal langsam auf grün. Der Schmied ist halt immer, wie gesagt, so eine schöne Sache zum Timeskippen. Eine Cutscene müssen wir wahrscheinlich nachher schauen, nochmal bei Gotts, also hier bei dem Holzfäller-Typen, der uns das Haus ausgebaut hat. Da ist die Chance 10%, dass wenn man ein Geschenk über dem Kopf hat, dass die Cutscene nicht getriggert wird. Ich habe noch keinen Run gehabt, wo die nicht getriggert worden ist. Heute, das erste Mal bei Sneak Randale. Das wäre natürlich geil, genauso wie mit dem Stromausfall. Genau. Vielleicht bringt das der Stromausfall, dass diese Katze, dass die Katze nicht getriggert wird. Ja, das könnte natürlich sein. Wäre gut, wenn wir sie grün kriegen, noch vor dem Herbst. Ist aber eigentlich das kleinere Übel. Halt hier, man kann auch, hier gibt es eine Kategorie zum Beispiel in der Mine, bis Ebene 100 zu kommen. Nur mit einem Standard-Equipment. Ist ziemlich schwierig, muss man sagen, aufgrund halt dieser Ausdauer, die man hat. Und die Treppen nach unten, beziehungsweise die Leiter nach unten halt auch RNG sind. Man muss den Gemütszustand, das Essen und so halt ein bisschen anpassen. Mhm. Ziemlich schwieriges Ding. Wollte ich mich tatsächlich aber auch mal dran versuchen. Ebene 100 ist halt so. Casual spielen braucht man erstmal alle Herzpunkte, dann kriegt man so an die 190 da oben in der Liste. Sprich, man kann schon mal ein bisschen länger ackern. Und dann müssen halt die Essensvorräte und alles halt noch stimmen.
Man braucht wirklich Rezepte, die Ausdauer und diesen Gemütszustand halt wirklich sehr, sehr gut wieder regenerieren. Müssten wir eigentlich grün hinkriegen. So, jetzt aber. Nee. Oh, immer noch nicht. Die Mädel, wie viel Schoki denn noch? Die nächste Cutscene sehen wir dann am 1. Herbst. Also die Jahreszeiten sind hier dann auch die 28 Tage, ne? Genau, richtig. 28, 30, können wir mal kurz schauen. 30. 30 sogar hier. Die Schritte hören sich an wie bei Resident Evil. Tatsächlich. Jetzt haben wir es in grün. Dafür habe ich, glaube ich, zu wenig Resi gezockt. Jetzt kann ich es nicht weghören, ey. Ja, ne? A Dining Room. Ja, aber irgendwann geht es durch die Tür. A Dining Room? Ja, nur Schokolade auf dem Tisch. Einfach mal ein bisschen kombinieren. Wenn dann so ein Resident Evil Harvest Moon aussehen, wo du so Zombie-Arme anpflanzt oder so. Ich meine, die Zombies kommen ja auch aus der Erde raus. Ja, klar. Du spielst Nemesis. Ja, und dann pflanzt Zombies an. Die ernten sich selbst, weil die kommen immer nachts raus. Die kommen dann immer nachts raus, genau. Ja. Die. Capcom, keine schlechte Idee, und da ist es grün. Mhm. Die gießen wir dann mit Blut. Ja. Der Shop-Dude ist der von Resi 4. What are you buying? Oh, Mandeln. Packe Hirne für meine Zombies, bitte. Mandeln und schön Gehirne. Schön verpacken. Schenken wir denen noch ein paar Blumen und ein paar Eier und dann... Ja. Dann heiratest du. Na, dann heiraten wir einfach einen Zombie. Why not? Statt den Minen gehst du dann runter in die Umbrella-Labore. Ich habe mir jetzt mal das 7er angeguckt, hier dieses Biohazard. Ja, okay. Auf PS5 gar nicht mal so verkehrt. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, mit VR macht es dann doch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ja. Das ist jetzt aber, würde ich sagen, nicht gerade ein typisches Resident Evil. Ja, also ein bisschen die modernere Art. Hm. Mal sehen, ob sie 9 auch noch mal so egomäßig machen, weil man sich ja eben so sehr an die anderen gewöhnt hat. Und ich fand es aber trotzdem sehr gut. Also gerade auch in VR. Ich habe es in VR leider nicht gespielt. Ja, 7 lohnt sich in VR tatsächlich. Ja, ich bin da so ein bisschen motion sick bei VR meistens. Ja, hey, es war das erste Spiel, was ich in VR ausführlich gespielt habe. Ja. Musste nach der ersten halben Stunde muss ich noch ein paar Stunden hinlegen. Hm. Mittlerweile ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich wie so Freischwimmer. Hm. Ja, sowas können wir natürlich auch durchaus mal in VR sich vorstellen, wenn du dann aus der Ego-Perspektive dann deine Farm bestellst und dann hier mit den Spitzhacken. Genau, so ein bisschen mit dem Schokolade mit dem Controller so ein bisschen. Hm. Ja. Schokolade verpacken, genau. Und dann auch aus der VR-Ego-Perspektive heiraten. Das wäre schön. Jetzt haben wir den Sommer nämlich auch gleich geschafft. Jetzt am 1. Herbst passiert wieder ein bisschen was. Die nächste Cutscene kann ab da getriggert werden, ne? Genau. Herr Sommer ist, wie gesagt, in allen Harvest Moon-Spielen, wo man sowas macht, immer so ein bisschen lame. Hier geht's halt fast schon, oder hier wird's tatsächlich in den Winter reingehen, bis wir heiraten. Weil die Dame dann doch ein bisschen mehr braucht oder mehr möchte. Anstrengend in der Frauenwelt. Vor allem bei Harvest Moon. Ich schreibe fleißig mit. Mandeln für den Dude, genau. Schoki für die Dame. So. Ich weiß Bescheid. So, wir haben Herbst. Genau, hier warten wir jetzt tatsächlicherweise draußen, füllen nochmal die Schokolade auf und haben dann eine Cutscene im Haus der Hühnerfarm, was ich ja eben schon mal erwähnt hatte, dass dann alle drei zu Hause sind. Da geht es dann um einen Streit von den dreien. Wir müssen aber natürlich unserer Herzensdame recht geben, um die jeweiligen Punkte zu sammeln. Dann graden wir unser Haus ab und ab dann kriegen wir auch die konservierte Blume. Mhm. Ja, die Wichtel-Action sehen. Du bist ganz heiß auf die Wichtel. Die ne? Wichtel.
Darum geht's mir. So, jetzt gucken wir. Die sind mir wichtig. Die sind dir wichtig? Okay. Ja, die sehen wir gleich. Ich glaube nicht alle, aber ein paar. Wenn ihr ganz brav seid, könnt ihr auch ein paar Wichtel sehen. 9 Uhr im Laden, ne? Genau. Einfach ein. Okay, wenn juckt sie rausgeht, die geht die Tür auf, aber beim Reingehen geht die Tür nicht auf. Nee, juckt die halt auch einfach nicht. Die können vorher schon einkaufen, aber wir dürfen erst ab 9 Uhr rein. Bestimmte Regeln hier im Dorf. Ja. Dienstags und donnerstags geschlossen. Dienstag und Sonntag. Oh, Sonntag war das. Auf dem Schild, das ist eine Aubergine, oder? Ja. Würde ich mal auch so sagen. Auch schon drüber gegrübelt. Ja, hallo, hallo, Chef. Jeff sehen wir auch gleich, wie gesagt, nochmal. Jeff hat auch eine Tochter, die könnten wir theoretisch auch heiraten. Ist aber vom Schwierigkeitsfaktor eine der schwersten Heiratskandidatinnen, die wir hier antreffen können. Mhm. So. Naja, Vater arbeitet im Shop, was braucht sich ja auch schon? Ja, Großes. Ja, die hat alles. Ja. So, jetzt warten wir hier bis 11.20 Uhr, bis alle das Haus betreten. Hier wollen wir ja die Cutscene sehen, dementsprechend müssen wir halt nichts in der Hand haben oder nichts halten. Was war denn der Grund, weswegen die sich verkracht haben? Es ging tatsächlich um Medizin für die Mutter. Die ist krank und unsere Heiratskandidatin hat das gekauft und der Sohn auch schon. Ah, und dann, ihr habt beide Geld ausgegeben. Genau, beide haben Geld ausgegeben und Mutti findet das jetzt nicht ganz so gut. Da kommt auch Rick. Frisch vom Medizinkauf zurück. Genau. Deswegen ist sie ja auch gekommen und damit triggern wir die nächste. Oh Mann. Ich hab dir auch Medizin gekauft. Ich meine Schokolade. Oh Mann, voll der Ärger. So, jetzt geben wir ihr natürlich recht. Wir ärgern Rick damit, das ist okay. Schön ist, dass die Charaktermodelle auch hier so ein bisschen angepasst sind. Man sieht halt, wer Tochter oder Sohn oder sowas ist halt von den jeweiligen Charakteren. So, jetzt wollen wir natürlich unser Haus ausbauen. Ganz wichtig. Und jetzt triggern wir noch eine Cutscene. Indem wir rausgehen. Außer die paar Rüben mitnehmen, haben wir auch nicht viel gemacht dann. Nee, tatsächlich haben wir, was Feldarbeit angeht, wieder keine Lust. Der Basel. Ja, der erklärt uns jetzt die Geschichte über diese konservierte Blume. Und da haben wir Kirsche und Aqua und Sonne. Da sind sie. Wichtelpower! Let's go! Sind das die Wichtel oder die Power Rangers? Ja, das sind die Wichtel. Ja, die sehen ja alle gleich aus. Ja, die haben nur andere Farben. Ja, die sind aber Jetto. So, und die zeigen uns jetzt diese konservierte Blume. Beziehungsweise da ist sie noch normal. Aber sie müssen jetzt erstmal eine Teeparty machen. Sie haben jetzt diese Blumen hergezaubert, die sind auf Teepartys aus. Mhm. Wir spielen auch gerne, es gibt Minispiele mit denen, womit man die Sympathie dann auch steigern kann. Tee, ja? Ja, wofür man dann wieder diese Mini-Pilze braucht, um klein zu werden. Ich weiß wieder nicht, was die für Tee kochen. Sehr wenig wahrscheinlich, wenn du einen Mini-Pilz brauchst, um mitzutrinken. Portionen sind einfach nicht groß. Die Frage ist halt auch wieder, was sind das für Pilze? So, das haben wir geschafft. Basil und Jeff kümmern sich jetzt darum, dass diese Blume ins Glas kommt. Und das ist dann so gesehen unser Start in die nächste Cutscene rein. Sobald wir die Blume am 7.
Herbst bekommen. Da gibt er uns dann die Blume wieder, konserviert. Und die können wir dann auch nutzen. Natürlich wollen wir am jährlichen Kirchenkonzert teilnehmen, wir kommen aber nicht. Klar. Natürlich kommen wir vorbei. Zwinker, zwinker. Geht nur schneller. Postkasten müssten wir leer machen, weil sonst kriegen wir gleich noch vom Bürgermeister ein bisschen auf die Finger, weil wir unseren Briefkasten nicht geleert haben. Wirklich? Hm. Was kümmert das dem Bürgermeister? Das ist mein Briefkasten. Wenn ich will, dass der überquillt, will er ich kommt, das. Er kommt dann vorbei und bringt uns die Post persönlich und sagt, wir sollen doch bitte mal unseren Briefkasten leeren. Unglaublich. Ja. Unfreundliches Pakt, das ist mein Haus. Und der baut gerade noch dran, ne? Da? Das ist schon durch. Soll? Nee, ist schon durch. Nee, wobei, wir haben das doch. Runter, recht. Stimmt, eigentlich hatten wir das Haus vergrößert, ne? Ja, ich hätte gedacht, dass der jetzt meine, wieder rumfleucht. Doch, da ist er. Ja, da ist er. Der arbeitet nur sonntags nicht. Jetzt gleich haben wir dann das Bett, das Einzelbett ein Stück weiter links. Und da haben wir dann Platz für das große Bett, was wir dann am 7. dann auch holen. Das Haus müsste jetzt dann aber auch morgen, glaube ich, wieder fertig werden. Kannst du endlich mal einladen. Ja. Kann ich sie endlich mal nach Hause einladen. Genau. Und ihr ein Schokosorbet machen. Da haben wir es. Während du geschlafen hast, wurde das Bett verrückt. Einfach die weg. Andere Seite. Hat er leise gemacht. Ja. So, jetzt schon mal ein gelbes Herz. Das gelb. Ist auch schon mal sehr gut. Und jetzt warten wir am 7. warten wir draußen. Das ist ganz wichtig, weil wir um 9 Uhr wieder unser Farmhaus betreten müssen und natürlich auch gleich wieder raus müssen, weil wir dann unsere Blume bekommen. Die Sache ist, man hat nicht viele Chancen auf die Blume. Du hast, glaube ich, 2 oder 3 Tage, wo du rausgehen kannst um 9 Uhr. Hm. Wenn du das nicht machst, hast du halt die Blume für ein Jahr verspielt. Oha. Ach nee, wir wollten draußen machen. So. So, kommst du raus? Wenn sie rauskommt bei ihrem Regen jetzt. Die Frühstück noch. Frühstück noch. Schokolade. Schokolade, ja. Komm raus, komm raus. Nee, möchte sie nicht. Nicht? Dann machen wir das anders. Dann geben wir sie wieder die Tür drinne. Weiß ich gar nicht, wie sich das verhält mit der Katze, wenn es regnet. Warten wir mal ab. Aber ansonsten auf der Farm, hier kann man, also hier ist halt der Radius, was man hier tun kann, halt ein bisschen größer. Wir haben halt das ganze Feld. Mhm. Das Unkraut wächst jedes Mal wieder neu. Dem wird man nicht Herr der Dinge. Mhm. Holz, klar, Kleinhacken, Stein haben wir ja so ein bisschen übersprungen mit dem ganzen Geld. Hier haben wir halt die Möglichkeit, immer noch so ein paar schöne Bäume hinzupflanzen, die uns dann letztendlicherweise auch noch ein paar Items bescheren, die wir letztendlicherweise auch komplett gleich in die Versandkiste stecken können, mhm. weil die für uns relativ wertlos sind. Und ansonsten halt klar, das Haus, Fernsehsender, ganz, ganz wichtig hier eigentlich auf dem Spiel. Bezüglich halt der Rezepte, Werkzeugverbesserung, das ist jetzt schlecht. Also Regen hat es jetzt nicht getriggert. Regen hat es jetzt nicht getriggert, dann versuchen wir es nochmal ohne Regen. Und der Tomi. Bürgermeister Thomas. Bürgermeister Thomas. Dann versuchen wir es jetzt nochmal ohne Regen. So, jetzt kommen wir raus. Gleich. Zum Glück ist die Schokolade haltbar. Tatsächlich. Da kommt. Ja. So, und jetzt sollten wir die Blume auch hier erhalten dann.
wieder bis 9. Genau, jetzt wieder bis 9, so gesehen abwarten. Da war ja ein Bienenkorb. Honig, ja, das gibt, ja. Das gibt Honig. Kann man abfarmen und dann kriegen wir Honig raus. Lecker. Ist auch Bienen, die dich stechen können? Tatsächlich nicht. Keine masochistischen Bienen hier. Verschiebt sich dann natürlich jetzt alles um einen Tag. Das ist der Chef. Habe ich die Blume für dich? Ja, die brauchen wir jetzt auch. Also der Chef schiebt das jetzt hier so an, damit du seine Tochter nicht heiratest. Damit wir eine andere nehmen. Finger weg von meiner Tochter. Der kam zu uns, um da auf die Finger zu hauen. Genau, nutzt die Gelegenheit, aber nicht mit meiner Tochter. Genau, deswegen stellen wir uns jetzt hier hin und warten auf die andere. Die kommt dann so um 10.20 Uhr wieder rum. Aber wir halten sie ein bisschen ab, wir wollen ja ein Date mit ihr. Wenn die wüsste. Wenn die wüsste, was ihr blüht. Mhm. Nee, du nicht. Sprech mit dir. Bruder, jawohl. Ja. Mensch, das ist ja sehr direkt. Ja, wir gehen Macher. Aber gibt es zwar nur 60 von 100 Punkten, aber passt schon. Gib mich auch mit wenig zufrieden. Aber jetzt sind wir ein Paar. So. Also jetzt die ersten Knospen der Liebe. Genau, richtig. So, jetzt gehen wir ein bisschen mit ihr kochen, weil sie mag ja Eier, deswegen machen wir was mit Ei. Ja, sie auch. Na gut, sie kommt ja von der Hühnerfarm, also. Wäre es vielleicht ironisch gewesen, dass sie Eier nicht ausstehen kann. Nur sie kocht nicht so viel und so oft. Das erklärt sie uns hier auch einmal. Damit du Bescheid wirst, in der Ehe kochst du. Mein Mann. Oh, aber schön Omelette und Torte ist nicht schlecht. Sie kann doch kochen. So, damit ist das ganze Date auch schon wieder vorbei. Hey, du hast noch einen Pudding bekommen. Ja, den haben wir ja gekocht. Geil. Ach so. Den brauchen wir aber tatsächlich nicht. So, jetzt ist er nicht da. Warum? Aha. Hier rein. Wir müssen jetzt tatsächlich normalerweise... Das ist jetzt ein bisschen doof. Geht der Dude mal rein oder guckt er sich nur Bäume an? Normalerweise müssten wir jetzt das Haus, das Doppelbett kaufen. Das kostet natürlich jetzt ein paar Minuten Zeit. Natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ach, das ist Feiertag. Ist natürlich jetzt wirklich sehr ärgerlich. Weil dieser Gotts macht erst um 12 Uhr auf. Natürlich auch nicht am Samstag und auch nicht am Sonntag. Oh, nervig. Also du musst bis Montag abwarten. Genau, Sonntag können wir ja so oder so überspringen. Aufgrund dessen, dass da die Hühnerfarm auch nicht auf hat. Ja, letzten Endes, du kannst ihr ja immer noch weiter Schokolade geben. Genau. Also so sehr verschenkt ist es nicht. Wir müssen ja so oder so auf das letzte Herz dann auf Orange grinden, um dann die letzte Cutscene reinzukriegen, um danach dann die blaue Feder zu kaufen und dann irgendwann das rote Herz zu bekommen und zu heiraten. So zumindest jetzt das Ziel oder der Sinn dahinter. So. Jetzt aber Johnny, sei im Haus. Jetzt gehen wir aber erstmal das... Jeff. Jeff. Sein Name ist Jeff. Jeff. Mein Name ist Jeff. Sein Name ist Jeff. Ja, außer ich bin der Chef. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen abwarten. Das ist natürlich ärgerlich. 11 Uhr geht es auf. 11 Uhr und er ist aber meistens auch erst gegen 11.20 Uhr da. Er ist meistens mal zu spät. So einer ist das. Können wir ja mal ganz kurz hier die anderen... Ja, folge ihm mal gucken, wo er hingeht hier die ganze Zeit. Was macht er da für einen Ausflug?
Er geht auch hier hoch. Hier haben wir dann halt diese sogenannte Wintermine, wenn wir jetzt gerade eh schon mal die Minute Zeit haben. Hier ist dann diese Wintermine, wo wir dann hinkommen, wo sie halt, ich finde, schön mit den Jahreszeiten halt zusammen gearbeitet haben. Um das. Achso, halt so, dann ist es gefroren. Genau, dass du dann gefroren, ne? Hast. Hier kommst du dann noch weiter raus. Auf dem GBA hast du hier einen richtig coolen Ausblick. Hier ist der leider so ein bisschen versaut worden. Oh. Ein bisschen trist, meiner Meinung nach. Hm. Auf dem GBA war das wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir dann auch hier diese Position, wo wir dann als Kind geangelt haben auf den Bildern. Mhm. Ah ja. Und hier haben wir dann halt die... Die Hot Springs. Guck mal, läuft, sie gibt mir eine Schokolade. Haben wir schon. Mist. Und hier haben wir dann halt auch diese Erntegöttin drinne, dieser Geist. Die ist das. Wirklich. Ich gebe dir hier eine größere Schokolade besser zurück. Ja, auf Schokolade steht sie nicht. Auf Schokolade steht sie tatsächlicherweise nicht. Sie ist eher so von dem, was du selber von deiner Farm halt anpflanzt, aberntest und bekommst. Falls man irgendwann mal ein Pferd hat, also das Pferd habe ich casual auch nie behalten können. Man bekommt Ende Frühling normalerweise ein Pferd, einen Tag, den wir überspringen. Man soll sich sehr gut um das Pferd kümmern. Du musst täglich mit diesem Pferd reden, du musst es putzen und du musst es füttern. Allerdings habe ich es nie geschafft, dieses Pferd zu behalten. Wenn man sich gut um das Pferd kümmert, kann man das behalten, aber ich weiß nicht, was ich falsch mache. Kannst du das Pferd verschenken? Nee, leider nicht. Das ist erst ein Fohlen und wird dann halt groß. Aber das, ich habe es casual auch noch nie geschafft, dieses Tier zu behalten. Anscheinend habe ich das immer schlecht behandelt. So. Renovierung. Wo ist das Bett? Habe ich noch kein Bett? Mhm. Oder ist das unterkaufen? Ach, da ist es doch. Was ist das Bett? Oh Gott. Das wird aber dann geliefert oder muss das ist bauen? Jetzt schon da. Okay. Das wurde hinteleportiert. Das wurde hinteleportiert, ja. Das war Express-Lieferservice. Er hat auf gut Glück schon ein Bett liefern lassen und drauf gehofft, dass du eins kaufen kannst. Dass ich eins kaufe, genau. Schau dir das mal an. Oh yeah. Aber dein trotzdem, Bett und sie hat dann ein Doppelbett für sich. Trotzdem nutzen wir noch das einzelne Bett, richtig, genau. Natürlich. Könntest du denn im großen Doppelbett schlafen, nein, wenn du wolltest? Nein, oder? Es ist nur so da. Das ist jetzt erstmal nur random da, aber das Einzelbett bleibt natürlich auch stehen, wenn du geheiratet hast. Hm. Macht eigentlich keinen Sinn. Naja, wenn du dich mal verkracht. Kann jeder einzeln schlafen. Ja. Deshalb so. Ist das Sofa. Hier grinden wir jetzt noch auf das orangene Herz. Und dann kommt diese egoistische Cutscene, was ich eben schon mal gesagt hatte. Wie viele Schokoladen sind das noch? 15? Ungefähr. Ja, ne? Wie gesagt, es kann halt sein, dass wir noch einmal nachkaufen müssen. Muss aber nicht. Aber schön ist auch, dass der Bettbezug genau der gleiche ist. Mhm. Cool. Tannenbäume. Tannenbäume. Ich wollte gerade sagen, ich finde den auch immer ein bisschen weihnachtlich. Viel mehr Hühner kommen auch nicht auf ihre Hühnerfarm, ne? Aber man könnte hier tatsächlich ab 9 Uhr welche kaufen. Ich weiß nicht, wo die alle herholen, aber muss Importware sein. Die haben die irgendwo gestasht. Ja. Oder eingefroren. Eingefroren, wenn dann aufgetaucht. Cryo-Schlaf. Wir haben ein paar Eier eingefroren. Genau, richtig. Wärmen sie dann auf, wenn sie was ein neues Hähnchen brauchen. Ja. Ah, ein Pferderennen findet morgen statt. Ha. Ja, wenn du eins hättest, wäre das cool für dich, aber du hast keins. Nee, ich könnte ja wieder mit Medaillen teilnehmen. Genug Geld haben wir ja, aber wir brauchen es nicht. Also bei dem Safe-Set ist es halt so, dass wir noch genug Geld über haben. Da haben wir das orangene Herz. Sehr gut. Und jetzt war es 10 Uhr oder 11.20 Uhr. Dass wir die letzte Cutscene sehen. Danach können wir die blaue Feder kaufen.
arbeiten noch darauf dann hin, dass wir das Herz rot bekommen und können von da aus dann heiraten. Mhm. Hier ist es leider nicht so, dass wir Hochzeitskleidung aussuchen können. Hm. Wir werden zugewiesen. Ich würde dann alle Zuschauer bitten, die die Schokoladen mitgezählt haben. Ich möchte am Ende bitte in den Comments den Kalorienwert haben, den wir verschenkt haben. Also eine Tafel Schokolade, sagen wir mal 100 Gramm, sind schon 500 plus. Gehe ich mal von aus, ja. Sagen wir 500. Sagen wir 500, genau. Ja, zähl das bitte, ich will wissen, wie viele Kalorien die sich reingepfiffen hat. Sieht doch noch ganz gut aus, dass sie dass jeden Morgen eine Tafel gut, das sieht doch noch recht krank aus. Es wird ja auch gearbeitet. Ja. No? Die läuft ja auch jeden Tag bis zur Quelle hoch. Hm. No. Ja, es ist halt hier mit diesen Cutscenes-Triggern. Es ist halt, wenn wir jetzt so gesehen gleich wieder beim Spiel reingehen würden, würden wir diese Anfangs-Cutscene bekommen ohne Geschenk, die wir eigentlich hätten am ersten Tag kriegen müssen. Ja, das ist hier vermieden, ne? Genau, richtig. Das ist so ein bisschen vermieden, dass wir da so ein bisschen Zeit einsparen. Das ist dann die Zeit, die uns der Stromausfall genommen hat. Das war lustig. Wie gesagt, ist mir noch nie passiert. Deswegen ja. Das ist so. Oh Gott. Da fängt sie erstmal an zu fluchen, weil sie sauer ist. Alter. Boah, Dale. Sie hat einen Zuckerschock. Von der Schokolade. Du bist der Beste. Komm mal jetzt hier vorbei. Jetzt zwingt sie uns, Blumen zu sammeln, weil es ihrer Mutter nicht so gut geht. Und Blumen sammeln hilft, oder wie? Sie sucht die perfekte Blume. Aber das Problem ist, sie sucht sie nicht, wir suchen sie. Man muss sie auch nicht von ihrer Mutter anhören, wie sie jammert, genau, während wir suchen. Deswegen geht sie mit uns halt raus. Jetzt sagt sie uns die ganze Zeit, dass hier irgendwo die schöne Blume ist, die wir suchen, und eine etwas größere wäre gut. Naja, zu viel Auswahl gibt es wahrscheinlich, wenn du die einfach direkt gleich sehen kannst. Traumhaft bunt. Schickt sie uns darüber. Diese eine Blume. Es muss die Blume sein. Wieso geht sie da nicht selber hin? Sie kommandiert dich da nur. Ja, natürlich. Nein, nicht da, geh da hin. Links, nein, rechts. Und jetzt hat sie aber die richtige Blume gefunden. Und so eine willst du heiraten? Ja, muss ich ja anscheinend. Wir sind dir natürlich nicht böse. Na. Wir wollen ja auch, dass es Marmalade besser geht. Richtig, genau. Wollen wir schon ihre Tochter klauen? So. Vor allem, wenn du schon mal prophylaktisch ein größeres Bett für euch gekauft hast. wir wissen noch gar nicht, ob wir heiraten, aber Hauptsache, wir haben schon mal das größere Bett. Aber das Bett ist schon mal da. Ja, genau. Ich meine, um der Dame zu imponieren. War sie überhaupt schon mal hier bei dir in der Hütte? Tatsächlich das eine Mal, bevor wir bei ihr kochen gegangen sind. Ah, okay. So, jetzt warten wir bis 7 Uhr, bis sie rauskommt, kaufen dann die blaue Feder, grinden dann noch auf das rote Herz und dann haben wir es. Dann sollten wir es tatsächlicherweise haben und doch noch mit einem Tag nur Verzug. Und einem Stromausfall, ne? Und dem Stromausfall tatsächlich. Ja, das hat mich ja echt gewundert. Das werde ich zu Hause tatsächlich nochmal nachversuchen. In der Bibliothek gibt es ein Quiz, muss man dazu sagen. Das Quiz hat 100 Fragen, ist ziemlich schwer und am Ende als Belohnung bekommt man tatsächlich nichts. Okay. Das ist sehr, sehr lustig gemacht, muss man dazu sagen. Ähnlich wie beim Nerd-Quiz. Ja, genau. Am Ende bekommt man wirklich nichts und die Fragen werden wirklich schwer. Die sind sehr, sehr intensiv, die gehen über das Game hinaus. The Shade. Die brechen so ein bisschen die vierte Wand und am Ende gibt es nichts. Hat mich beim ersten Mal, als ich das probiert habe, ich bin, glaube ich, bis Frage 20 gekommen, aber... Okay. Das ist wahnsinnig. Ist ja doof, dass man nichts kriegt. Ja. Dann habe ich mir ein Video angeschaut und am Ende kommt nichts. nicht mal ein Erfolg oder sowas. Gibt's einfach nicht.
Also Jeff verkauft dir die blaue Feder und genau. Sogar die konservierte Blume. Genau, falls es dir doch mal anders überlegen solltest, einen anderen Heiratskandidaten zu wählen, dass du halt diese Cutscenes halt triggern kannst. Ne, bei ihr waren wir ja schon. Hier ist auch die blaue Feder ein Key-Item. Also die kann man nicht mehr wegschmeißen oder so, sobald man die einmal hat. Sie wird auch weiterhin im Shop angezeigt, aber man kann sie halt nicht mehr nachkaufen. Mhm. So, wenn ich ein Schaf oder Alpaka habe, habe ich nicht. Ich muss halt immer nur sagen, es macht mir halt Spaß, diese Spiele zu spielen, weil es halt Kindheitserinnerungen sind, ne? Und wir haben es ja auch zwischendurch schon mal ausgeführt, auch bei den anderen Runs. Also je nachdem, Speedrun kann ja immer ein bisschen was je nach Genre oder was anderes sein. Genau. Und das ist etwas, wenn man sich mal versuchen möchte, sowas, wo man vorher dann Monate gefühlt investiert hast, kannst es mit Wayfinding, mit ein bisschen dann Nachdenken oder sowas dann auch hin strukturieren. Genau. Du kannst halt hier bestimmt noch, also die Routen, so die ich jetzt kenne, kannst du bestimmt noch optimieren. Und ich würde auch nicht abstreiten, dass es da weitere Routen gibt, beziehungsweise auch effizientere Routen auf andere Personen. Es gibt ja theoretisch so viele Kategorien bei Harvest Moon, die du nutzen kannst durch die verschiedenen Kandidaten. Und dadurch ergeben sich halt auch viele, viele Wege, ne? Du kannst ja hier, glaube ich, alleine in dem Game noch 7 oder 8 weitere Heiratskandidaten nehmen. Mhm. Und die möchten alle was anderes, dann besteht das auch nicht nur aus Schenken, das sind jetzt tatsächlich so die schnellsten Routen, die es gibt und die einfachsten Routen, die es gibt, aber es gibt tatsächlich auch wieder welche mit Sommerblumen und dann musst du an den Events teilnehmen, an den Minigames mit den Erntewichteln und sowas. Mhm. Brauchst so und so viele Tiere. Ist halt alles was, woran man sich versuchen kann, aber es sind halt auch alles machbare Speedruns. Mhm. Ne, also für jemanden, der das vielleicht noch nicht so häufig gemacht hat oder auch Bock hat mal oder sowas auch casual spielt oder so, sich daran einfach mal zu versuchen. Mhm. Ne? Und das war ja dann auch irgendwo mal meine Intention dahinter. Gerne casual gespielt und dann einfach mal, warum nicht, ne? Warum nicht mal probieren? Und nach einem halben Jahr kam jetzt sowas dann halt mal raus, ne? Es müssten jetzt noch 4, 5, 6 Tage maximal sein. Ich glaube, wir müssten sogar noch eine Schokolade gut haben. Geht jetzt auch wieder nur um das Pop-up dann mit der blauen Feder. Es könnte, wie gesagt, wie eben schon mal bereits erwähnt, im Winter rauslaufen. Weil auch das letzte Herz hier ein bisschen länger dauert. Mhm. Das ist das Einzige bei dem Original Harvest Moon, wo es halt in einem normalen Zyklus läuft. Du hast ihr so viel Schoki geschenkt. So langsam kannst du doch mal bei ihr übernachten. Ja, echt, ey. Aber das darf ich leider nicht. Regen ist völlig in Ordnung. Gehen ja eh ins Haus. Aber ich muss sagen, das RNG war tatsächlich gut. Ich habe jetzt hier gedacht, so Vorführeffektsmäßig wird das absolut gar nichts, aber... Na, dafür war es beim Pferderennen schlecht. Dafür war es beim Pferderennen schlecht, ja. Aber das war mir im Vorfeld auch bewusst, dass das nicht klappen wird. Das ist so einer von 10, 15 Versuchen. Und dann jedes Mal diese 17 Tage davor durchzugrinden, 6 Minuten, wäre dann ja hier halt auch doof. Mhm. Deswegen extra die PS5 mitgebracht. Wenn du das Spiel streamst, gehst du wahrscheinlich nicht so oft dann einen kompletten Run an. Nein. So? Also ich probiere es 1 bis 2 Mal, vielleicht nochmal ein drittes Mal und wenn es dann nicht klappt, dann lade ich halt ein Save-State. Um es zu trainieren, du willst aber dann auf den Save-State dann weitergehen, weil das bringt ja nichts, genau. Wenn du sagst, ich habe das 10 Mal und keine gute RNG gehabt, nee, das du trainierst nicht. Das andere ja gar nicht sonst. Genau. Mhm. Du hast halt sonst nicht die Laufwegsoptimierung. Dann, wo kannst du jetzt eben, wie zum Beispiel mit dem großen Bett, das kannst du normalerweise am gleichen Tag noch kaufen, wo er nicht zu Hause war. Das ist dann halt so ein zweiter Laufweg, den er halt hat, ne? Wobei, das sind dann schon wieder so Punkte, wo ich halt resetten würde. Im Normalfall. Mhm. So, Madel, jetzt langsam auch mal gut mit der Show, okay? Echt, ey. Nee. Also dein Tipp wäre, dass eine noch über ist. Bitte? Dass eine Schoki noch über ist, wenn ja. Du es voll hast. Gehe ich von aus. Sag mal, ich traue mich was nicht, sag, es sind noch 2 über. Ohne die geringste Ahnung davon zu haben, wie die Mechanik im Spiel funktioniert.
wie gesagt, bei dem letzten, wenn ich jetzt hier jeden Tag noch mitzählen würde, wäre für mich, glaube ich, auch etwas doof. Ich glaube, du wirst am Ende gar keine übrig haben, weil du eine an die Waterfall Fairy versteckt hast. Stimmt, ich habe auch eine. Oh, stimmt, ja, ja. Hat sie nicht raus? Da haben wir es in Rot und wir haben auch drei über. Drei? Shit, drei haben wir lagen alle falsch. Ja, wir lagen alle falsch. Alle lagen wir falsch. No hit run. So, wir schlafen jetzt noch mal ein paar Tage durch. Hey, sie ist jetzt bei dir. Mhm. Ja, sie geht aber erstmal zurück nach Hause. Sie muss das erstmal Rick und ihrer Mutter erzählen. Ja, das Bett hat sie schon mal gesehen. Das Bett hat sie schon gesehen, genau. Das hatten wir ja vorher nicht. Wir schlafen jetzt noch ein paar Tage durch, sind dann in der Kirche. Und dann müssten wir es auch haben. Sie musste keinen Termin erst machen und so? Nee, hier musst du keinen Termin machen. Hier schläfst du, glaube ich, 5 oder 6 Tage durch. Bist du dann in vor den Flitterwochen, nicht danach. Bei dem müssen, wir können nicht in die Flitterwochen, ich muss den Hof leiten. Ach, du hast selbst nichts gemacht, als du hier warst. Ja. So, da haben wir das. Uiuiui. Vorne finde ich dann ganz cool, sitzen immer die Angehörigen rechts. Das ist egal, welchen Heiratskandidaten man hat. Mhm. Wir haben eine Mütze auf, natürlich. Oh, das gehört. Hochzeitsmütze. Das ist eine andere Mütze aber. Das ist eine andere Mütze, ja, ja. Die passt zum Anzug. Das ist wirklich eine Hochzeitsmütze auch. Ja. So. Du sagst, wann time ist, mhm. ne? Sobald es jetzt rausgibt auf die Credits, ist dann time. Und Time. Alright. 1:08:58. Genießen wir doch mal das Hochzeitsfoto hier. Oh. Oh. Da liegen wir dann auch ungefähr, naja, fast an meiner PB dran. Ja, 1:07 irgendwas. 1:07, ne? Rum, genau. Ja, aber so, also wenn du jetzt wirklich bedenkst, also wir hatten jetzt noch ein bisschen Glück mit der Schokolade, aber da ist bestimmt jetzt 30, 40 Sekunden für diesen Stromausfall. Dieser Stromausfall schon draufgegangen, also müsste ich so an meine eigene PB kommen. Ne, mit der ich auf der Rangliste auf Platz 13 stehe. Hm. Okay. Ja. Und das wollte ich fragen, spielst du zu Hause privat auch immer mit auf Deutsch, mit deutschen Texten? Ich spiele auf deutschen Texten, ja. Okay. Aber wenn du noch ein bisschen mehr Zeit rausholen willst, warum eigentlich nicht switchen? Das ist erstmal auf Deutsch gewöhnen für die Zuschauer, ne? Und dann sagst du, wenn ich genau, dann die Frames optimieren möchte. Natürlich müsste ich mir dann die Spiele auch noch holen. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier bei den deutschen Spielen auf Japanisch oder sowas zu stellen. Ja, okay. Sprich, die Spiele müssten mir erstmal importiert werden. Ah, okay. Dass ich dann die Spiele dann halt auf Japanisch spielen kann. Okay, gut. Weil der englische Text unterscheidet sich halt kaum von dem deutschen. Mhm, ja. Ja, das ist natürlich, ja, verdammt. Denkt ihr gar nicht an den Speedruns hier, Leute von Marvelous. Nein, wir bedanken uns nicht nur für diesen Speedrun, sondern auch für die anderen. Mhm. Wenn ihr gerne vorbeischauen wollt, twitch.tv/benox. Ja, und dann könnt ihr euch natürlich auch bei uns bewerben, speedrandale@rocketbeans.tv. Aber schaut gerne vorbei und hinterlasst mindestens den Follow und gebt gerne Tipps ab, wen ihr geheiratet sehen wollen würdet. Dann hast du regelmäßige Streamzeiten? Nein, also feste Streamzeiten habe ich nicht. Stream, wann Zeit ist. Hängt ja auch immer ein bisschen mit der Arbeit zusammen. Ja. Mhm. Aber sonst in der Regel abends und am freien Tag in der Woche unterschiedlich natürlich, dann auch vormittags. Ja. Einfach den Follow hinterlassen, dann seht ihr. Genau, dann seht ihr das Ganze, Benachrichtigung aktivieren. Genau. Läuft das. Exakt. Die E-Mail hatten wir ja schon genannt. Ansonsten gerne bei Sia vorbeischauen, twitch.tv/simiclove101 oder @simiclove bei Twitter. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr es nicht schon macht, wenn ihr im Supporters Club uns unterstützt. Der macht es möglich, viele Formate hier auf dem Sender umzusetzen. Und ja, wir werden demnächst hoffentlich mal, wir haben ja so ein bisschen die No-Hit-Runs anlaufen lassen. Mhm. Da planen wir zumindest ein bisschen was. Wir können noch nicht ganz versprechen, ganz wann. Aber da euch das ja gut gefallen hat, werden wir demnächst noch mal ein bisschen weiter No-Hit-Running hier präsentieren. Cool. Ja, bis dahin sagen wir danke und wir sagen tschüss. Bye, bye. Bye.